Ja, man überlegt sich jede frische Saison, welche Spangen man raushängt. Was sind die Favoriten? Bevor ich da die neue Eröffnung gegangen bin, habe ich daheim einmal alles durchsortiert und habe mir zwei so Kisten gemacht, wo wirklich meine erfolgreichsten Spangen drin sind. Ein Teil von denen, etwa 5 Stück, hängen jetzt draußen. Ich tue nie alle aufs Mal raus, da immer noch ein paar deren, wo ich nicht so genau weiß, ob sie gut sind. Einfach im Fall, wenn irgendetwas passiert, ein Abriss, das Boot, das drüber fährt, mit der Tiefsee, kann es immer noch mal passieren, dass etwas passiert, wenn man nicht aufpasst. Also ich tue maximal 5 erfolgreichen Spangen raus, nicht mehr. Und wenn ich hier in mein Kistchen schaue, habe ich hier auch noch ein bisschen Reserven von ganz guten Spangen. Ja, da zu jeder Spange da fällt einem eigentlich ein eine Geschichte ein. Bei dieser da kann ich noch nicht viel dazu sagen. Das ist eine. Die habe ich ganz in meinen Anfängen habe ich die viel gefischt. Das ist noch eine, die ich nicht selber geschliffen habe sogar. Das ist noch eine von Roger Ackermann. Da habe ich mal aufgehört mit den Punkten. Die hat viel Fisch gefangen. Aber die bin ich heute nicht mehr so fleissig am Fischen. Aber ich habe sie doch halt noch dabei. Das ist eine Rubinspange, die hat mir 1 oder 2 Fische gebracht, bin nicht mehr ganz sicher. Sie hat einen Punkt, aber es könnten auch 2 gewesen sein. Das ist sicher eine, die ich darauf setze, dieses Jahr wieder. Das ist eine meiner ganz wertvollen Spangen. Nur eine kleine, 8 cm. Da habe ich wirklich schon sehr viele Fische damit gefangen. Die habe ich sehr gerne, die ist schon relativ alt. Dann habe ich hier Turmelin. Mit der habe ich letztes Jahr ganz einen schönen Säbling gefangen. Gieße ich auch nicht mehr. Und Hecht habe ich auch schon drauf gehabt. Forelle hat sie noch keine gebracht. Intensiv habe ich Rubin getestet am Neuenburger See. Das ist sicher meine beste Spange vom letzten Jahr. Die Spange hat 4 Fische gebracht. Ja, von einer Auswahl von etwa 7-8 Spangen war da. Die habe ich sicher in 10-12 Ausfahrten habe ich die durchgetestet. Und das ist sie wirklich. Da jetzt in diesem Gewässer Rubin nicht so gut ist, ja, tue ich die lieber auf die Seite, nichts riskieren. Da. Dann habe ich hier noch eine kleine Smaragd. Das ist eigentlich eine Spange, ja, die läuft ein bisschen unkontrolliert. Man sieht, es ist ein bisschen breit. Sie dreht auf einmal im Wasser. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Am Neuenburger See, das ist glaube ich die zweite Eröffnung, die ich hatte. Da hatte ich jenste Biss auf die Tiefsee. Also es hat immer gelöckelt und immer Ruhe gezogen. Jedes Mal war kein Fisch dran. Ich konnte es fast nicht glauben. Also, das Gefühl, dass irgendetwas kaputt und beim 6. Mal gelöckelt habe ich gesagt, Blasius, jetzt ziehe ich nicht mehr. Irgendetwas stimmt da nicht. Ja, als wir dann 2 Stunden später zusammengepackt haben, beim Aufziehen ist an der untersten eine schöne knapp 60er an der gehangen. Es waren also doch Fisch da. Ja, auch nachher habe ich mit dieser Spange regelmässig wieder gefangen. Wenn ich sie heute so ins Wasser reinhebe, sage ich, ja, das ist eigentlich nicht das ganz Optimale. Aber man sieht, also, ja, sie bringt einfach Fisch da. Auch wenn sie für uns nicht optimal aussieht. Da. Dann hier, da, das ist eine meiner absoluten Favoriten, die Goldfisch. Die habe ich etwa 1 oder 2 Jahre in der Kiste gehabt. Ich habe sie gar nie gefischt. Und dann, ja, da habe ich mal ich habe gesagt, jetzt tue ich alles neue Spangen her. Weil ich Angst hatte wegen den Hechten. Ich tue noch mal neu durchtesten. Dann habe ich viel neue Goldfisch. Und das war das vorletztes Jahr. Und das ist unglaublich, was ich mit dieser Spange gefangen habe. Also die grosse Regenbogenforelle habe ich mit dieser gefangen. Mehrere Seeforellen im Frühling damit. Dann bin ich in andere Gewässer gegangen, am Genfersee, aber auch dort habe ich Forellen gefangen. Bin ich in Lac de Joux, dort hat sie wieder gefangen. Da habe ich eine ganz grosse verloren drauf. Ja, jetzt, also das war vorletztes Jahr, extrem gut. Letztes Jahr hat sie irgendwie noch einen Fisch gebracht, obwohl sie viel draussen war. Aber er hat sich etwas abgegeben, muss ich sagen. Aber ich gehe davon aus, sie kommt wieder. Also ich höre da, also selber schon etwas erlebt, das hat mir auch schon viele Kunden erzählt, dass sie eine Zeit lang extrem gut ist und plötzlich nimmt es ab. Ich habe nichts geändert, aber ich bin 100% sicher, ich weiss, die Spange kann etwas. Also das ist immer wieder eine, die ich einsetze. Dann habe ich hier noch einen Goldfisch Blankspangen. Mit der habe ich diese Saison sehr viel Zander gefangen. Ja, die haben es einfach wählen, was vor 2 Jahren mit dem Burgus sehr gut funktioniert hat. Hat 2 Mal gewechselt und jetzt ist es eher diese Farbe. Dann habe ich hier noch diverse Jade-Spangen.
Da weiss ich mal, da waren wir einfach verzweifelt. Und dann beim Einstellen, das ist eine relativ flache Spange, ist wirklich speziell gelaufen, so ein bisschen geschlendert. Ich dachte, ja, irgendwie gefällt mir das. Und prompt habe ich auf diese schöne Forelle gefangen. Ist aber die einzige seitdem, muss ich sagen. Aber ich glaube, die hat schon noch Potenzial. Und sicher wieder zum Zug. So, dann haben wir hier noch ein paar Jade. Das ist eher ein bisschen zum Einsatz. Nicht gerade im Januar, meistens so im Februar, März, wenn das Wasser schon einen kleinen Stich überkommt, dann sind da eigentlich meine Hauptfavoriten und ich am liebsten fische damit. Die besten, die sind jetzt aber draußen. Das sind alles deren, die ich schon Fisch gefangen habe, aber maximal ein bis zwei Fische mehr nicht. Ja, also in meinen Augen ist es erfolgreich Fischen auf Seeforellen, dass man seine Spangen, die man hat, gut kennt, sich viel Zeit nimmt, um die aussortieren, ausselektieren. Ja, es nützt nicht bei jeder Ausfahrt, 8 neue Spangen herzuhängen, weil es hat immer, ich sage, von 5 Spangen ist immer eine Top-Spange dabei. Schwierig ist zum herauszufinden, welche das es ist. Und je mehr das ihr von denen habt, dann ist die Fischerei einfach erfolgreich. Dann fährst einfach jemand mal noch einen Fisch mehr da, definitiv da. Ja, nehmt euch Zeit, die Spangen zu selektieren. Gebt eine Chance. Und wenn ihr sie wirklich habt, markieren, dass ja nicht vergessen geht, wie das gewesen ist. Danke fürs Zuschauen.